Die hier so schmucken Dieselloks stehen bereits im Museum, im alten Bahnbetriebswerk Weimar. Die Fristen sind längst abgelaufen. Nur noch kalt, aber rollfähig bleiben diese U-Boote nun der Nachwelt erhalten. Die Geschichte der ehemaligen Baureihe 119 beginnt im Jahre 1976. Damals trifft die erste Maschine aus Rumänien ein. Die Mess- und Probefahrten bringen vernichtende Ergebnisse. Auch in der Serie bleibt es bei der hohen Störanfälligkeit. Erst die langsame Germanisierung bringt Abhilfe. Zu den ersten Heimatdienststellen zählt Saalfeld. Doch die neue Lok will nicht laufen. Der Schadbestand liegt in den ersten Jahren oft bei über 50%. Die ständigen Ausfälle zerren an den Nerven. Abfällige Spitznamen machen die Runde. Die Bullaugen im Maschinenraum machen sie zum U-Boot und der hohe Schadbestand zum Karpatenschreck oder zu Ceausescus Rache. Bis 1985 werden 200 Maschinen bei der DDR-Reichsbahn in Dienst gestellt. Noch viele kommen nach der Wende in den Bestand der DB und werden in die Baureihe 219 umgenummert. Zunächst sieht es für die sechsachsigen 2700 PS starken Maschinen nach einer Renaissance aus. Wieder wird germanisiert, jetzt auf Westniveau. Anfang der 90er Jahre sind in den neuen Bundesländern die U-Boote noch unentbehrlich. Personen- und Güterzüge gehören zum täglichen Brot. Sie werden sogar für hochwertige Züge fit gemacht. 20 Maschinen erhalten eine grundlegende Modernisierung mit neuen MTU-Motoren. Die Baureihe 229 mit 2x 1686 PS entsteht. Fortan steht für diese Loks der IC-EC-Verkehr auf den Plänen, insbesondere auf den nicht elektrifizierten Ost-West-Strecken. Doch auch das Reko-U-Boot ist ein Sorgenkind. Nach und nach werden die teuer modernisierten Dieselloks in den Regionaldienst abgeschoben. Mit 3 BGHW-Wagen macht 229/186 im Bahnhof Paulinzella Halt. . 2003 endet dann der planmäßige Betrieb. Die Zeit der U-Boote ist vorbei. 12 Maschinen werden nach Rumänien verkauft, 4 gelangen zur MEG und ebenfalls 4 zu DB Bahnbau. Andere werden zu Museumslokomotiven, sowie 119/158, die hier auf Sonderfahrt ist. Sie zeigt sich im Reichsbahnzustand.
Auch 219.084 ist heute Museumslok. Im letzten Zustand der DB in Verkehrsrot. Von Anfang an stand diese Baureihe unter keinem guten Stern. Weder Germanisierung noch Grundinstandsetzung halfen wirklich. Doch trotzdem hat das U-Boot einen festen Platz in der deutschen Fahrzeuggeschichte.